bin mir gerade. Immer wenn ich denke, ich hab's und dann hab ich. Ich bin kurz davor. Oder Leute, ich weiß, ich bin kurz davor. Ich bin kurz davor. Eine Ewigkeit später. Okay, meine Damen und Herren. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Cut ich jetzt hier schon gemacht habe. Ich habe jetzt seit über einer gute halbe Stunde jetzt hier rumgesessen, habe rumprobiert. Ich krieg's nicht hin. Einmal musste ich mit dem Vox One schon, da war es nicht nötig, aber hier komme ich wirklich nicht auf die Lösung. Also, ich mache jetzt einen Cut. Das wird definitiv keine Episode sein, wo ich hier nur rumsitze und rumprobiere. Es ist nicht der Fehler des Spiels, es ist mein Problem, dass ich mit solchen Rätseln einfach nicht klarkomme. Echt, wenn ich sehe, ich werde mir wieder an die Stern hauen, dass eine Delle übrig bleibt. Also, wir sehen uns gleich. Taktik ist der Schlüssel zum Erfolg. Also Frost, handelst du unüberlegt, kann das Konsequenzen haben. Vielleicht sollte ich mir in Ruhe die Schritte meiner Feinde einprägen. So meinte ich das eben. Ich will es den miesen Typen auch nicht so einfach machen und Scheitern steht nicht auf dem Plan. Nein, definitiv nicht. Was auf dem Plan steht, ist abends Zähne putzen und früh ins Bett gehen, damit ich morgens früh wieder gut ausgeschlafen bin. Gute Einstellung, Frost. Und jetzt schalte die Wache aus. Danke, Colonel. Na, dem Gegner die Aktionstaste drücken. In meinem Fall war das, glaube ich, die Ente oder die Leertaste, oder? Und um den Würgegriff auszuführen. Verstanden, Colonel. Was ist, wenn ich die jetzt zerbreche? Kann ich nicht, okay. Okay, was macht er? Versteck dich in der Dunkelheit. Okay, anschleichen und erwischt! Würgegriff, Auswahl treffen, Genick brechen, Soldat befragen. Befragen wir ihn erstmal. Hält er ihn jetzt ewig fest? Scheint so zu sein. Hast du Angst zu sterben? Ich fürchte nicht den Tod. Dann grüß ihn von mir. Knacks! Alter. Eiskalt, deshalb wahrscheinlich auch Solid Frost, der ist solid eiskalt hier. Im Abservieren. Beeindruckend, Frost. Ein gutes Aufwärmtraining. Der Frost macht ein Aufwärmtraining. Okay, ihr werdet noch mehr von diesen Wortspielen erleben. Gehen Sie schon mal voraus, Frost. Ich brauche noch etwas Zeit. Alles klar, Mary. Ja, ich wollte auch erstmal Hände waschen. Und danach Hände. Ah ne, erstmal auf die Toilette. Ah, das fühlt sich besser an. Okay, jetzt Hände waschen. Und nun Hände trocknen. Wachschuki. Gehen Sie schon mal voraus, Frost. Ich brauche noch etwas Zeit. Alles klar, Mary. Kann ich das nutzen? Oh, die Blase ist geleert. Der Druck fällt. Ich bin bereit, weiterzumachen. Und der heiße Urin, der dampft. Ich hatte mal in einem anderen Spiel gesagt, wieso kann der Protagonist nie die Toilette benutzen? Aber hier, Basti, dankeschön. Das hat mich die ganze Zeit gewurmt, aber jetzt diese Befriedigung im zweifachen Sinne. Ach, schön. Gameplay-technisch hier schon mal ein kleines Städtchen. Also dieses kann ich nochmal. Zip. Ich habe extra viel getrunken, es ist aber auch kalt draußen. So. Und jetzt noch Hände waschen. Mit Seife, bitteschön. Okay, Basti, nächster Auftrag. Nach der Toilette muss das Waschbecken benutzbar sein. Und auch der Trockner. Ich meine, man kann doch hier jetzt nicht mit vollgepinkten Händen hier die Gegner hier. Ein bisschen Anstand muss doch sein. Auch wenn ich mir die Hände voll Blut mache. Da musst du hier, das musst du sauber sein. Knacks. Der hat mal eiskalt in die Augen gesehen. Tu das nicht. Doch. Tu das nicht. Doch. Tu das nicht. Also echt. Valentin. Bei jedem dann Spiel hatte ich irgendwie immer einen Moment gehabt, wo ich richtig Spaß hatte. Wo ich einfach richtig Spaß hatte. Und das ist jetzt schon wieder so ein Moment. Hallo, Knacksiri, du. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Oh. Was ist denn das? Eine Shotgun? Was macht denn die im Pflanzentopf? Ist das vielleicht... Ist das eine Shotgun-Pflanze, hä? Hat die schon wieder Früchte getragen? Ja, super! Hab ich ein Glück! So, jetzt habe ich die Waffe. Habe ich jetzt vielleicht was getriggert? Kommen jetzt die Zombies auf ihn los?
Oh, du weißt aber jetzt gut, wie man richtig schwimmt. Das ist, jetzt, ich hab, hey Leute, er hat die Waffe, los geht's, das ist der Sprich, das ist der Sprichwort, nee, der Stichwort. Nö, zurück, ich will zurück, halt, stopp, halt, nö, ne. Hab ich gerade zurück gemacht? Ja, danke schön. Eiferbübsch. Es soll klar sein, was ich tun muss? War das geplant oder ist es ein Glitch, dass wenn ich bin da in die Ecke rein, auf einmal haben die hier geschnackselt und die hat ihm anscheinend den Schniedel abgebissen mit dem unteren Mund, was? Das war für deine Scheißart mir gegenüber, du Mistkerl. Jetzt werde ich dir den Rest geben, okay, jetzt ist es die Stella. Und ab war der Kopf. Welch eine schöne Sauerei. Aber ich wasche das Blut ab und verstecke den Mönch. Bis jemand seine zerstückelte Leiche findet, ist die Sache hier längst erledigt. Ich Der Meister, der Glitcher hat wieder zugeschlagen. Wo auch immer, in jede Ecke, in jedem Winkel. Ich werde ihn mir zu meinem eigenen machen. Was zur verdammten Hölle? Ich bin unsichtbar. Einmal in die Ecke rein, ich schnacksel. Zweimal in die Ecke rein, ich bin unsichtbar. What the freaking hell? Aha, und weiter? Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber irgendwas stimmt nicht mit dir. Und ich werde es herausfinden, Stella. Und jetzt geh endlich, ich will in Ruhe das Buch weiterlesen. Was bildest du dir ein? Vielleicht stimmt ja was mit dir nicht, du alter verbitterter Kauz. Bist du dann fertig? Ich möchte, wie gesagt, mein Buch lesen. Ja, lies dein Scheißbuch und werd glücklich damit. Die hat eine Sprache. Sobald ich meine vollen Kräfte habe, werde ich ihm langsam die Haut abziehen. Aber ich sollte bis dahin aufpassen. Entschuldigung. Aber ich sollte bis dahin aufpassen. Das sind verdammt laute Fledermäuse. Aber ich sollte bis dahin aufpassen, sonst scheitert die Mission. Moment, sagt mir die... Ist er das? Diese Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah, der Goblin ist wieder da! Ey, Goblin-Friend! Hey, Tatsache ist doch ein Goblin, kein Kobold, ein Goblin. Ey, Basti, ich freue mich. Ich mag diese quirligen Kerle. Keiner zu sehen, aber wir hatten meinen Schlaf gestört. Komisch, der Sicherheitsmechanismus wurde ausgelöst. Komm so. Echt, dass der wieder vorkommt, das finde ich so toll. Hey, dich kenne ich doch. Habt ihr beide Rat ab, mich so zu erschrecken?
Wie unfreundlich. Der soll aufpassen, was er zu uns sagt. Willst du Stress, kleines Mädchen? Wir haben meinen Schlaf gestört. Und diesen frechen Kobold kennst du, Papa? Der kriegt gleich eine Ohrfeige. Warte mal, Willia. Ich glaube, der ist nicht echt. Bitte was? Wie, der ist nicht echt? Aber er steht doch vor uns. Ja, aber Catherine meinte, er müsste vom Chaosmeister getötet worden sein. Ich vermute, das Chaos-Display hat ihn erschaffen. Ach, so eine Art, Programm, hä? Oh je, dann kann es sogar jedes besiegte Monster erschaffen? Es kontrolliert die Dämonen außerhalb und jeden Gegner, den wir besiegt haben. Das klingt gar nicht gut. Wer weiß, was noch für Monster auftauchen werden. Und die ganze Zeit hier die Goblin-Musik. Wir müssen mit allem rechnen. Schalte mit eurem Gerede bald fertig. Dann würde ich gerne weiter schlafen. Dann sag uns, wie wir die Gitterstäbe entfernen kriegen, du Gnom. Ey, frech kannst du zu deiner Rotrang sein, du Nachtwächter. Ich schwöre, ich gebe dem gleich eine gewaltige Kopfnuss. Dunk! Ohrfeigen, Händnisse oder Feigen? Ohr, Kopfnüsse oder Ohrfeigen? Psch, psch. Wow, 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 ich weiß nicht, ich kann's. Ich weine nicht, ich lache nur. Ich war in der Zone. Ich weiß, diesen Spruch habe ich schon immer wieder gebracht, aber diesmal war ich wirklich richtig in der Zone. Ich war in dieser Zone, wo ich immer im richtigen Moment weitergegangen bin, angegriffen habe. Ich hatte so viel Leben. Ich habe es geschafft. Wehe, dann kommt jetzt nochmal was. Ich will meine Hände haben. Meine Stimme kann nicht mehr. Oh mein Gott, für jemanden wie mich, wo Erfolg so viel bedeutet, ist das, es erfüllt gerade meine ganze Brust mit Wärme. Und ich glaube, ich habe mir was gezogen. Ein klarer Sieg für die Helden des Gleichgewichts. Ja, nach wie vielen Todesarten? Jetzt reicht's mir langsam. Kommt mir noch einer zu nah. Auf einmal die Maus. Chip, chip. Chip, 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 chip. Rückgang, Rückgang. Puhi. Also da stimme ich dir aber zu, Verena, wenn jetzt noch einer kommt. Bleib, wo ihr seid. Ich bin ab jetzt eure Herrin, ihr Diener der Verdammnis. Habt ihr das verstanden? Du machst mir Angst. Gute Entscheidung. Ihr werdet mir ab jetzt dienen. Okay. Ich muss noch etwas erledigen. Bewacht so lange das Schloss. Okay, Herren. Okay, okay. Uiui. Ja, Prinzessin Arschloch zu Diensten. Was habt ihr Mistviecher vor? Deinen Willen brechen und dich zu unserem Werkzeug machen. Einen Scheiß werde ich. Ich muss sofort zu Daiken. Hüss! Nix da, du bleibst schön hier. Lass mich los, du Schwein! Du willst dich nicht freiwillig der Verdammnis beugen? Dann eben so. Keine Sorge, ich fange gerade erst an, deinen Willen zu brechen. Huhu, jetzt. Okay, jetzt. Ich brauche jemanden, der mich zurückhält. Ansonsten mache ich ihm wirklich hier. Ich breche. Und wenn meine Hand blutet, ich will ihm ins Gesicht hauen. Ganz ehrlich. Keine Ahnung warum. Ich bin so richtig heute ein bisschen quirky, bin ich.
Okay, ich werde es offen aussprechen. Ich bin sicher nicht der Einzige, der jetzt auf einmal hier ein bisschen abgelenkt ist, weil ich meine, hallo? Wir sind hier bei der Arbeit, Verehrteste. Ich meine, wir sind hier, welche trinken gerne Kaffee, welche trinken gerne einen Muffin und welche schauen sich gerne Brüste an, aber trotzdem, das ist doch hier. Au! Uiuiui, die Gelüste kommen hoch. Mal sehen, Level bestätigen, Daten speichern. Speichern wir mal Daten. Keine Spieldaten, jetzt haben wir Spieldaten. Wer sind Sie denn, Verehrteste? Warum liegt denn hier Heu? Warum hast du eine Maske auf? Ja, blas mir doch erstmal ein. Okay. Zack. Das Internet ist vor Porn. Nichts Brauchbares zu finden. Alter, schon wieder hier so negativ sein. Hier gibt es nichts zu finden. Die Schublade ist leer. Aber hier, da liegt ein Bild von Zelda in der Schublade. Warum passt jetzt der Dialog, den ich gerade vorgesagt habe, so schön? Warum liegt denn hier liegt ja Stroh, warum liegt denn hier Stroh? Ich habe hier schon ein Bild von Zelda. Ja. Rubbelt ihr doch mal ein. Okay. Ja, Basti. Schön. Schön. Dabei sage ich jetzt nichts mehr weiter. Sie ist wahrlich die schönste in Hyrule. Das wird mal in die Tasche reingesteckt für später, für kalte Nächte alleine. Was ist das hier, Fritten? Was? Hallo? Hallo? Oh oh, Basti, Problem, Ausrufezeichen, runtergegangen, ich hochgegangen, ich stecke fest, hör nur knister, knister, Feuer im Lager. Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Und ja, meine Damen und Herren, doch wieder ein Bug. Blöder Käfer, hat alles zugeschleimt, bewegt sich nichts mehr. Super, aber was für ein Ausschnitt. Muss man im Rahmen festhalten. Kann ich verstehen. Bei dem Anblick, da will man aufwachen. Eine erledigt. Jetzt die nächste. Das Mädchen, das vor dem Bus rannte. Da haben wir. Unheilige Scheiße! Was ein Organ! Ein Glück, dass ich keine Ohren habe. Die wären mit Sicherheit draufgegangen. Beruhig dich jetzt mal. Du bist doch bloß tot. Auch schön. Hey, beruhig dich mal, Schätzchen. Dein Leben ist nur vorbei. Du bist im Jenseits. Ey, chill mal ein bisschen. Dankeschön. Und jetzt den Job erledigen. Antwort wählen. Neutral, bösartig, spezial. Wisst ihr was? So wie die mich jetzt hier erschreckt hat, bin ich mal ein bisschen bösartig. Willkommen in der Hölle. Du unachtsames Kind bist am richtigen Ort für lebensmüde Seelen. Geh zum Ende des Tunnels und erlöse dich von deiner wertlosen Seele. Oh, das war jetzt aber wirklich gemein. Ich glaube, das hätte ich eher dem Selbstmörder hier sagen sollen. Endlich ist die weg. Diese grässliche Göre bringt noch die ganze Hölle zum Einsturz. Jetzt fehlt nur noch der Typ, der verbrannt ist. Oh komm, bitte da ein Spezialspruch. Okay. Extra knusprig an der Außenseite. Jawohl, komm hier rein, Sie sind an der richtigen Adresse. Antwort wählen. Machen wir Spezial. Du warst wohl zu lange auf dem Grill. Welch Tragödie als Bratwurst zu enden. Hau bloß ab durch den Tunnel. Dieser verbrannte Geruch ist ja nicht zum Aushalten. Ach, ich mag den Tod. Ganz ehrlich, ich mag den Tod. Der mit seinem trockenen, schwarzen Humor, ich mag ihn. Boah, endlich ist der Job erledigt. Nichts wie weg hier. Wer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Da hat sich, glaube ich, das Schafe erst ein bisschen Urlaub gegönnt, oder? Weil ich meine, das fehlt doch. Wenn ich das jetzt woanders sehe, dann hat sich vielleicht gedacht, ja, ich tue mal ein bisschen hier Tapetenwechsel durchmachen. Keine falsche Bewegung! Bitte nicht schießen. Da hat sich auch das Schafe es verabschiedet.
Was ist denn los? Haben die Schafen es wirklich heute ihren freien Tag? Alter, ein Regal mit lauter Unterlagen. Vielleicht kann ich was davon gebrauchen. Da erschrecke ich mich, wenn ich hier Fatsch ein Dokument aufmache. Oh, so viele Wörter! Nee! Samuel Collins, ich denke. Suppe! Und ich bin weg. Schande! Das ist fies. Ich will meine Waffe haben. Ich fühle mich so verletzlich. Auf dem Schild steht Zimmer 201. Ah, okay. Warte, halte! Das durchgeführte Update erfordert einen Systemneustart. Soll der Systemneustart jetzt ausgeführt werden? Nein, bitte in 4 Stunden nochmal erinnern. Danke! Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. Muss ich die Aufnahme neu starten? Ja, Achtung, fertig, los. Bup. Zappalotsche, also wirklich, dass der Computer Nerven hat, da meine Aufnahme zu unterbrechen. Da nix. Da im Schatten vielleicht? Da haben wir eine Tür. Vielleicht kann ich die Tür mit Hilfe der Büroklammer öffnen. Ja, sicher. Wie Dietrich, links rütteln. Rechts rütteln. Ich bin insgeheim Ninja, ich sag's euch. Solche Sachen gelingen mir immer. Alter! Hab ich ein Deppenglück. Watschugi! Munition sparen ist wichtig fürs Leben. Ihr kriegt sowieso ja Eisen, ob nur in Patronen oder Messerform. Aha. Das Schild wurde unlesbar zerkratzt. Von wem? Von den Zombies, weil die frustriert sind, dass sie nicht lesen können? Ich schaue hier nochmal überall vorbei. Ob hier noch was war. Hier war dies. Interessant ist, man hat das Scharfschützengewehr dann. Na, ein. Oh. Upsie Daisy, habe ich wirklich vor lauter Eile diesen Raum hier übersehen? Jetzt fühle ich mich aber hier beschämt. Wahrscheinlich saßt ihr doch auch vor dem Bildschirm und dachte sich, euch, dieser Depp, der ist jetzt schon hier gefühlte 10-mal vor dieser Tür, an dieser Tür vorbeigelaufen und hat da nicht reingeschaut. Entschuldigung. Oh, Joseph, hör auf, mein Herz! Ich habe nämlich gerade gedacht, oh, wenn jetzt ein Zombie durch die Tür kommt. Oh. Verflucht, ist das gefährlich hier. Ja, genauso gefährlich wie mein Herz. Und ich rede hier nicht von Liebesgeflüster oder so. Nein, ich rede hier von Schreckensmomenten. Ach, du Schande. Hey, nö, das ist unfair. Okay, ich glaube, für den Fall sollte ich vielleicht doch einmal nutzen, aber die stehen jetzt alle vor der Tür, oder? Arrivederci, meine Freunde. Alter! Oh mein Goodness! Ich hab mir im One-Shot geredet, aber nicht, dass der ganze Kopf wegfliegt. Das ist your Freund. Okay, gut. Dann verlassen wir jetzt endlich das Grundstück. Okidoki Loki. Und weg. Kommst du mit? Joseph, wo bist du? Joseph! Ich muss auf Joseph warten. Wo ist er denn? Joseph? Kein Grund zurückzugehen. Wo ist Joseph? Joseph? War ich jetzt zu schnell gewesen, oder was? Da gehe ich ganz bestimmt nicht nochmal rein. Ja, sag mir nicht, ich war zu schnell gewesen. War
War ich zu schnell gewesen? Ach nö, oder? Das kann ich jetzt nicht euer Ernst sein. Ich finde auch immer wieder einen Glitch oder was. Weil ich zu schnell war. Okay, meine Damen und Herren, dann, wenn das der Fall ist, dann mache ich jetzt einen kleinen Cut und muss ich wohl jetzt alles nochmal machen und muss diesmal auf den Joseph warten. Meine Fresse, also bis gleich. CU. CU West, CU West. Das soll wahrscheinlich Ciao heißen, oder? Ciao West, angenehme Nacht. Wenn du nichts dagegen hast, melde ich mich die Tage bei dir, okay, West? Ja, kannst du machen. Bis dann, Ears. Bis dann, Ears? Bis dann, Ears! Das ist hier Seemannsrede, oder? Bis dann, Ears! Bis die Tage, bis euch hier die Makrelen wieder aus den Hosen flatschen. Kann es sein, dass du dich leicht in ihn verguckt hast, Larissa? Finde ich süß. Ja, und was mit mir? Und was mit mir? Guckt mich an, ich bin ein Schnuckerle. Ach was, der und ich niemals. Aber ich mag ihn schon. Das kann ich nicht leugnen. Weißt du, ich liebe das Schnäckzig. Das war doch schon mal vom ersten Teil so. Oh, das wird schon interessant werden. Du kennst ja den Spruch, was nicht ist, kann noch werden. Ah, wir haben schon beide unsere Sprüche. Captain Alice, wir verstehen uns. Hihi, wer weiß? Oh, wer weiß. Gut, bin ein bisschen enttäuscht, dass ich es nicht bin, aber dafür tue ich jetzt mit Fieber. Los, CU West, CU West. Dead Trip Legacy. Number 2, nee, Dead Trip Legacy. Ja, alles klar. 2, ach nee, this is it, nee. Der zweite Teil. Jetzt kommt schlimmer. Moment, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir 1820. Schaut euch die Bude an! Das. Es ist doch keine Bude von 1820 hier mit Plasma-TV, Mikrowelle, Hochdruck, Kühlschrank. Hochdruck gibt es natürlich nicht, aber ein Kühlschrank, eine elektrische Lampe, Rollos und der Mini-Bonsai-Baum da. Gut. Wir haben Style, wir haben Stil, wir haben Geld wie Dreck. Endlich wieder zu Hause. Das bin ich fertig. Ich fühle mich, als wenn ich seit Tagen wach wäre, ohne geschlafen zu haben. In diesem Schrank bewahre ich meine gesamten Schuhe auf. Das ist ein Schrank für Schuhe. Ich habe höchstens vielleicht zwei Paare. Eins, was ich so trage. Ein zweites, was ich trage, wenn ich vielleicht was arbeite. Damit die nicht dreckig werden. Alter, schaut euch das hier an. Da ist noch Nudelauflauf von diesem Fertiggericht im Kühlschrank. 1820 gab es noch keine Fertiggerichte. Auflauf nehmen, nicht essen. Auflauf nehmen, nimm den Auflauf. Nudelauflauf und Gabel erhalten. Jawohl, ein Festmahl für Könige. Lass mir nur mal die Lichtklingel. Nudelauflauf fertig erhalten. Yummy, yummy. Meine Mikrowelle. Ich sollte mir irgendwann ein Herz zulegen, um kochen zu können. Das gab's doch. Ich bin nicht so gut in Geschichte, aber 1820 gab's doch die Sachen noch gar nicht, oder? Elektrische Sachen. Also na gut, elektrische Sachen vielleicht, aber doch keine Mikrowelle, keinen Kühlschrank, keinen Fernseher. Weil hier soll nichts mit Zeitreisen sein. Von wegen. Die Lampe scheint kaputt zu sein. Oder sollte nicht funktionieren. Zumindest nicht in dieser Jahreszeit. In diesem Jahrzehnt. Die Straßen sind wie immer ruhig in der Nacht. Noch. Noch, sage ich. Moment.
Ich könnte auch gerade durch den Stuhl gehen, oder? Für mich die ganzen Sachen immer wieder erstaunen. Auch mit dem Baum können wir nicht reden. Ach, schade. Das ist doch hier nicht 1820. Schaut euch die Grafik an. Schaut euch die Redakteurin da an. Das ist doch... Wie lange waren wir denn weg? Können wir ein bisschen Sonne reinlassen, ne? Das macht doch hier gleich dieses... Das ambiente Biesle. Schöner. Haha, kannst mich nicht sehen. Moment. Ich stecke fest. Ernsthaft, ich stecke fest. Ich stecke in der Couch fest. Hallo. Ich weiß, es ist eine gemütliche Couch, lieber Trevor. Aber du kannst dich doch jetzt... Ich stecke in der Couch fest. Großartig. Lässt du mich gehen? Er lässt mich gehen. Gut, gut. Das habt ihr auch gesehen, oder? Oder werde ich jetzt wahnsinnig? Da steht nur eine Weinflasche auf dem Tisch. Welcher Tisch? Welche Weinflasche? Ich habe nur einen Fernseher gesehen, der aus dem Nichts auftaucht. Moment mal. Uno momento. Von der Position her würde das passen. Also... Ach je. Im letzten Teil gab es den Klitsch, dass ich da im Sofa mich... Oh, ich bin ja schon draußen. Ich wollte nicht stören. Puh. Beim zweiten Teil gab es den Glitch, dass ich mich im Sofa verheddert habe. Hier passiert es, wenn ich den Tisch in der einen Wohnung anklicke, dass der Fernseher von der anderen Wohnung denkt, dass der sich sagt, hey, ich bin hier, ich bin auch noch da, ich brauche Aufmerksamkeit, notice me, Senpai. Ach, du liebes Liesle. Das ist ja Gott, das ist ja göttlich, das ist ja hier. Wie stark er ist. Oh la la, da werde ich gleich feucht. Entschuldigung, das ist mir jetzt rausgerutscht. Hat ihn mit einem Schlag zerstört. Bitte was? Ich wollte... Wieder, der springt automatisch vom Schiff. Aha. Misslungener Untoter erschien, also der Auftritt ist ihm gelungen, da ist mir ja das Herz bis in die Unterhose gerutscht. Alter! Der ist ja ungewollt ein Held geworden, weil er die Kraft des alten Wächters übernommen hat, um die Welt vor dem Chaos der Dunkelheit zu beschützen, ja? Obwohl er doch einfach nur sein normales Leben mit seiner Schwester leben will. Und jetzt, Outrageous Second spielt ein Jahr nach den Ereignissen im ersten Teil und Chaos. Der böse Ritter ist wieder da, ich hab einen Haarmund. Und nun muss er wieder hier das Schwert in die Hand nehmen, obwohl er überhaupt keinen Bock hat. Outrageous Second, wir klopft, ey. Ich sitz da, Weihnachtsmann, du bist so früh. Du bist viel zu früh da. Kollegen, wo seid ihr hin? Die sind in der Seelseits gewandert. Tja, der Po gehört verprügelt. So, einmal hoch, einmal hier ein paar Leute hier erledigen. Bam! Dieser Angriff ist Zunder. Wirklich. Wäre das zu viel gewesen, denen irgendwie ein paar Dialoge zu geben? Oder zumindest einen Kommentar von denen? Ja, zum Beispiel bei der Verena, wenn ich Daiken hier nur einmal erwische. Oder auch irgendwie so einfach andere Anspielungen wie, och, die würde ich hier gerne als meine Sklavinnen mitnehmen. Hä? Meine Monster brauchen immer ein bisschen Unterhaltung, zum Beispiel von der Chaosgöttin, wenn ihr versteht, was ich meine. Eieiei. Oder ist es hier auch wieder gut? Es gibt hier Blut, es gibt hier Mord und Gewalt. Also hier solche sexuellen Anspielungen könnte man sich ja auch machen, oder? Also ich würde nie sagen, dass dieses Spiel hier was für Kinder ist. Na gut,
So gesehen bin ich ein großes Kind. Ich bin ein großes Kind, was hier schon einige Zeit auf der Welt verbracht hat. Aber ansonsten, so. Wir sind doch alle Kinder von jemandem. Im Geiste bleiben wir Kinder. Ich meine, habt ihr schon mal hier erwachsene Männer gesehen, wenn die über Autos reden hier? Ob das nun Matchbox-Autos sind, Hot Wheels oder die richtigen großen Autos auf den Rennbahnen? Da ist das gleiche Licht in den Augen zu sehen, dieses Glitzern. Ja? Wobei das ja nicht nur Autos ist, sondern nur einfach alles andere, was einem einfach hier wirklich zusagt. So, wie mache ich dich fertig? So soll es sein. Was soll das hier eigentlich darstellen? Ist das sowas wie Schickimicki hier Unterwäsche? Lingerie, die man knabbern kann? Hamana. So, einmal du weg. Einmal du weg. Und einmal du weg. Die denken sich auch, mein Bruder würde hier sicher gerne herkommen. Dein Bruder heißt ja Daiken. Wo weißt du das? Der kommt jeden Mittwoch her. Daiken, du Sau! Immer wenn ich beim Training bin. Raffinierter Lüstling. So. Der frühste Finstel ist. Wird jetzt hier ein Baseballland haben zum Knabbern. Oh, du bist Graf Dracula. Wie ist es so in dieser Zeit? Nun, recht seltsam und so furchtbar laut. Ihr Menschen seid das wahr Böse. Diese Techno-Musik. Nix gegen Techno, aber ich kann mir vorstellen, dass der Vampirfürst mit seinen empfindlichen Ohren da gegen diese lauten Geräusche schon was auszusetzen hat. Das sagt mir mein Bruder auch manchmal, aber ich mag ihn trotzdem. Dich jedoch nicht. Oh, du magst mich. Du magst mich nicht. Oh. Jag mir doch gleich einen Flock durchs Herz und du brichst es mir. Weil ich glaube aber so langsam habe ich. So langsam habe ich raus, wie ich zu kämpfen habe. Hehehehe. Ja, da muss ich ja von unten kommen, genau wie in den Schüssen. Hat das eine Reichweite? Nein. Das hat eine Heatbox wie ein Mini-LKW. Hier? Das ist keine Tür, das ist eine Falltür. Gut, es ist Tür im Namen, aber das ist am Boden. Woher soll man das denn... Wie soll man das denn bitte sehen, wenn man es nicht weiß? Oh, mein lieber Basti, wenn wir uns mal in Person treffen, dann werde ich dir erstmal freundlich die Hand schütteln, dich mal drücken und dich danach in den Schwitzkasten nehmen. Das ist nicht mal... Ich hab gedacht, das wäre eine Kiste. Stellt euch vor, Kiste, ja? Viereckig. Ist Osen... Gehst du mal bitte aus der... Gehst du bitte mal da weg? Von oben hier bedeckt, das wird man doch nie für und nimmer für eine Falltür halten, oder? Ach du Schande. Da quäle ich mir einen ab und dann ist es so einfach hier. Und wo soll hier verdammt nochmal eine Treppe sein, hä? Ist hier noch eine Treppe? Das könnt ihr mir doch jetzt nicht antun, hä? Da ist eine Treppe im Haus. Oh. Basti, du kannst mich mal, also ernsthaft. Und ich meine das jetzt nicht böse, ich meine das aber einfach nur, das ist so wirklich, oh, das hast du nicht gewusst, hast du nicht gesehen, hast du Tomaten auf den Augen, ja. Anscheinend habe ich zu viel Ketchup in meinem Leben hier vertilgt und dadurch habe ich jetzt hier schon eine leicht rote Schicht auf meinen Augäpfeln, weshalb ich keine Treppen mehr sehe. Geht's ja vielleicht ein bisschen heller? Aha, danke. Was gibt's denn hier Schönes zu finden? Nee! Das ist fies! Das ist fies!
Eins, zwei, drei, vier. Kritischer Treffer. Weder mir, so ich dir. Da muss irgendwas gewesen sein, oder? Och, Gott sei Dank. Doch, die verfluchte Kistentreppe. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und mit Gemütlichkeit. Schmeiße deine dummen Sorgen über Bord. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas dich jetzt greifst du, sonst nimmt es dir ein anderer fort. Wo soll ich woanders, wo es mir nicht gefällt? Ich gehe nicht fort her, auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du in einen Stein, siehst du eine Goldkugel, die hier gut gedeihen. Denn mit Gemütlichkeit kommt doch das Glück zu dir. Es kommt zu dir.